kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Thema Postkarten. Ja, da kommt sie wieder früh. Hab ich auch gesagt. Da passt ja, dass wir beide der Sabine aus dem Urlaub auch eine Postkarte geschickt haben. Postkarte von uns oder wie Sabine sagen würde, Flaschenpost. Der ist aber richtig gut. Ja, hat was. Oder wir machen es ganz allgemein. Mein Briefträger ist übrigens Inder. Deshalb habe ich den mal gefragt, ob es in seinem Land Briefkasten gibt. Ja, verstehe. Kastenwesen. Braucht ein bisschen? Braucht ein bisschen. Aber kommt dann noch richtig gut. Aber ich habe auch noch einen, pass mal auf. Ich habe nicht mehr genug Urlaubstage, um eine Postkarte zu verschicken. Sag mal. Hä? Hä? Ja, wenn man eine Postkarte verschickt, sollte man doch das Freimachen nicht vergessen. Der ist aber richtig doof. Ja, dann schicken wir doch den hoch. Ja, komm, Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.